Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Und heute machen wir was richtig Krasses. Ich habe nämlich heute für uns einen Portaltrank aus dem Darknet gekauft, aber noch viele weitere andere, die wir heute ausprobieren werden. Aber wir machen das Ganze heute nicht allein. Mit dabei ist nämlich auch noch Vogelmann. Hallo, Freunde, was geht ab? Heute werden wir die Maske endgültig zerstören. Ja, ganz genau. Und hier vorne liegt auch schon die Maske von XOXO. Die hat irgendwie angefangen, Blut zu weinen oder so. Vielleicht, weil wir sie die ganze Zeit versuchen zu zerstören. Aber egal, wir schicken sie heute in eine andere Dimension. Und Freunde, aber mit diesem Furztrank hier pranken wir heute auch noch Vogelmann. Was hast du gerade gesagt, Doktor? Nichts, Vogelmann. Aber ich würde sagen, wir starten direkt mal mit dem ersten Trank, oder? Gebt alle einen Daumen nach oben. Ja, und abonniert mal kostenlos diesen Kanal. Bei 5000 Likes machen wir noch viel krassere Sachen mit der XOXO-Maske. Aber mit allem, was wir jetzt gesagt haben, let's go! Okay, Freunde, wir haben hier jetzt alle Zaubertränke vor uns stehen, aber mit welchem sollen wir jetzt anfangen, Vogelmann? Mit dem Dämon-Zaubertrank. Den Dämon-Zaubertrank, Vogelmann, bist du dir sicher? Den haben wir ja schon mal versucht, über die Maske zu schütten, aber damals hat das Ganze nicht geklappt. Okay, Vogelmann, komm mal mit rüber zur Maske, wir schütten ihn direkt mal drüber. Bist du bereit, Vogelmann? Bereit. Okay, perfekt, dann schütten wir ihn drüber in 3, 2, 1, let's go. Okay, und er läuft drüber. Und der ist ja irgendwie ganz weiß. Wow, ich hab's über meine Hand gebracht. Oh mein Gott, nein, nicht, dass ich mich jetzt auch noch in den Dämon verwandle oder so. Oh mein Gott, aber wow, was passiert? Ah, die Augen wurden mega schwarz. Das passiert ja auch immer mit diesem Zaubertrank. Och nein, der hat jetzt sogar hier gewirkt. Das gibt's doch nicht. Gott, was raucht da hinten so? Der Rauch kommt hier aus dem Keller. Lasst uns direkt mal runtergehen, Freunde. Oh mein Gott, Freunde, warum ist hier denn so neblig? Was ist denn hier passiert? Wow, aber was ist das hier? Da steht Raid drauf. Das ist bestimmt ein neuer Zaubertrank. Lasst uns den direkt mal ausprobieren, okay? Hier ist so eine Spritze dran und hier steht drauf, dass man nur 10 Milliliter reintun soll. Dann lasst uns direkt mal mit der Spritze hier 10 Milliliter aufziehen. Let's go. Deckel auf und jetzt mit der Spritze hier rein. Okay, 10 Milliliter. Und jetzt haben wir das in der Spritze. Gehen wir direkt mal rüber zur XOXO-Maske. Let's go. Und tun es hier rüber. Wir schütten es drüber in 3, 2, 1. Let's go. Okay, es läuft drüber. Und oh mein Gott, ja, die wird voller Trank. Okay, jetzt bin ich auf jeden Fall mal richtig gespannt, was passiert. Aber wow, die Maske hat sich einfach zu Tüllenbrut aus Raid Shadow Legends verwandelt. Hol das Stöckchen. Raid Shadow Legends ist das beste Roleplay-Game, das ich jemals gespielt habe. Ich finde es cool, weil man so viele krasse Champions sammeln kann. Außerdem liebe ich die Schlachten in der PvP-Arena. Vor allem mit Jotun, meinem Lieblingschampion. Lade es dir jetzt herunter, du wirst es lieben. Raid bringt außerdem regelmäßig Updates raus. Mit 11 neuen Champions, 200 brandneuen Missionen und 5 neuen Levels zu fast jedem einzelnen Dungeon. Wir bringen die auch ein Pinkel-Update raus. Kermit! Ist ja gut, ist ja gut. Also, worauf wartest du? Geh jetzt in die Videobeschreibung, klicke auf den Link und lade es dir kostenlos herunter. Mich findest du im Spiel unter dem Namen Dr. Light und wenn du schnell genug bist, kannst du auch meinem Clan beitreten. Klicke jetzt auf den Link in der Beschreibung und wir sehen uns dann im Spiel. Aber gut, nehmen wir jetzt diese angepinkelte Maske mal wieder mit nach oben. Okay, hier ist die Maske wieder. Aber wo ist eigentlich Vogelmann hin? Party, Party, Party. Mein Gott, Vogelmann, was machst du da? Hast du wieder zu viel von diesem Party-Zaubertrank getrunken? Ja, ich wollte ein bisschen Party machen. Och nee, wir haben doch gesagt, den trinken wir nicht mehr, aber egal. Wir machen jetzt nämlich weiter mit dem nächsten Zaubertrank. Welchen nehmen wir? Den Portal-Zaubertrank direkt? Der ist schon der krasseste von allen. Aber lass uns den zum Schluss machen. Ja, stimmt, das ist eine bessere Idee. Wir machen ihn ganz am Ende. Oh mein Gott, das wird viel zu krass, Leute. Aber welchen nehmen wir dann jetzt? Entweder den schöner machen Zaubertrank oder den Furzzaubertrank. Wozu denn ein Furzzaubertrank? Ja, den schütten wir gleich auch noch über die Maske. Aber da fällt mir gerade ein. Wir wollten noch mit dem Furzzaubertrank Vogelmann pranken. Oh mein Gott, lass uns das direkt mal machen. Vogelmann, hast du eigentlich Durst mittlerweile? Ja, mega. Durst. Okay, dann bringe ich dir jetzt direkt mal was zu trinken. Freunde, kommt mit. Okay, Freunde, ich bin jetzt in der Küche und ich habe hier den Furzzaubertrank mitgenommen. Oh mein Gott. Und den mischen wir jetzt in Vogelmanns Glas, wie letztes Mal mit dem Liebeszaubertrank. Das hat ja auch super funktioniert. Okay. Wir ziehen direkt mal mit der Spritze ein bisschen was auf. So, das hier sollte reichen. Und tun das jetzt mal hier ins Glas rein. Nicht, dass er die übelsten Blähungen bekommt, aber okay, das sollte reichen so, ja. Und jetzt noch ein bisschen Wasser dazu, damit es nicht auffällt. Okay, aber... Boah, der riecht wirklich eklig, Freunde. Das Ding ist, sehen tut man es diesmal nicht, dass irgendwas drin ist. Füllen wir mir auch noch ein Glas auf, damit es nicht so auffällt.
Und dann gehen wir gleich wieder raus zu Vogelmann und geben ihm das Glas mit dem Furzwasser. Oh, er wird es bestimmt nicht merken, Freunde. Wo bleibt Doktor denn, Freunde? Er ist jetzt schon seit mehr als 5 Minuten weg und kam bisher nicht wieder. Aber wartet mal, wo ist denn der Furz-Zaubertrank hin? Hat Doktor den vielleicht mitgenommen, um mich zu pranken? Das hat er letztes Mal ja schon gemacht, aber diesmal sind wir schlauer. Wir werden Doktor ablenken und dann unsere Gläser vertauschen. Dann hat er das Glas mit dem Furzwasser. Das wird so witzig. Okay, Vogelmann, ich bin zurück. Das hier ist dein Glas und das hier ist mein Glas. Ich stell sie mal kurz hier hin. Danke, Doktor. Sehr nett von dir. Aber was ist das dort hinten? Was soll da sein, Vogelmann? Was soll da hinten sein, Vogelmann? Was ist da? Was hast du gemeint? Ich muss mich wohl verguckt haben, da ist nichts, aber lass uns trinken, Doktor. Okay, ja, dann trinken wir doch jetzt mal unser Wasser, oder? Ja, klar. Okay, perfekt. Da ist dein Glas, hier ist mein Glas. Dann lass es dir mal schmecken, Vogelmann. Okay. Prost. Wow, okay, das tat gut. Ja, das Wasser schmeckt wirklich wässrig gut. Super. Ja, aber merkst du schon irgendwas, Vogelmann? Nein, was sollte ich merken? Du hast doch das Glas mit dem Furztrank. Woher hast du das gewusst, Vogelmann? Ein zweites Mal kannst du mich nicht pranken. Jetzt habe ich unsere Gläser vertauscht. Oh nein, ich merk's auch schon. Oh ja, ich merk's schon. Da kommt ja ein Mega vor. Oh, okay, und jetzt ist hoffentlich vorbei. Oh mein Gott, Vogelmann, warum... Boah, machst du sowas? Haha, Leute, es hat funktioniert. Doktor hat jetzt die übelsten Blähungen. Gebt jetzt mal einen fetten Daumen nach oben für mehr Pranks an Doktor und schreibt in die Kommentare, wie ich ihn pranken soll. Okay, Vogelmann, ich glaub, es hat aufgehört. Aber was sollte das? Mach sowas bitte nicht nochmal. Aber gut, machen wir mal weiter mit dem nächsten Trank. Wir haben noch den Schönermachen-Trank und den Portalzaubertrank. Oh mein Gott, aber den wollen wir ja ganz am Ende machen. Dann schütten wir jetzt mal noch den Schönermachen-Trank über die Maske. Aber ob der bei ihr noch was bringt, weiß ich auch nicht. Die ist ja so hässlich. Ich habe noch nie so eine hässliche Maske gesehen. Aber gut, wir schütten ihn direkt mal drüber. Vogelmann, bist du bereit? Ja, klar. Zuschauer, ihr auch? Okay, dann lasst uns ihn direkt mal drüber schütten. Let's go. Schöner machen Trank über die Maske. Und oh mein Gott, eigentlich passiert da nichts, oder? Och Mann, es kann doch nicht sein, dass der Trank einfach nicht funktioniert. Aber ich habe eine Idee. Vielleicht müssen wir tanzen, um ihn zu aktivieren. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, ich weiß, Vogelmann. Okay, lasst uns mal anfangen. Heuer, 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 heuer. Maske wirkt, Maske wirkt, Maske wirkt. Schönheitszaubertrank, du sollst wirken, wirke, wirke. Okay, ich glaube, jetzt sollte es wirken, aber es passiert immer noch nichts. Naja, dann ist auch egal, der Trank ist Mist. Aber du weißt, was jetzt kommt, Vogelmann. Dann machen wir jetzt direkt weiter mit dem Portalzaubertrank. Aber nur du weißt die Zahlenkombination, Vogelmann. Okay, dann gib sie mal ein. Was ist sie? 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7? Heavy uneinfallsreich. Da könnte ja jeder Idiot drauf kommen, aber okay, mach ihn direkt mal auf. Okay. Oh mein Gott. Hier drin ist wirklich der Portalzaubertrank. Der sieht ja richtig krass aus. Ja, und das hier. Okay, und was ist das hier? Irgend so ein Päckchen und da ist so ein Warnzeichen drauf. Das sieht giftig aus. Ja, ganz komisch, Vogelmann. Aber gut, es sieht so gefährlich aus. Ich ziehe mir lieber direkt mal meinen Schutzanzug an. Okay, wir sind umgezogen, Freunde. Kapuze wieder weg. Aber was müssen wir jetzt tun, damit wir daraus ein Portal machen? Vogelmann, du hast es aus dem Darknet bestellt. Wir müssen diese grünen Kugeln in den Trank schütten und dann entsteht ein Portal. Okay, richtig krass. Aber wo führt es denn hin? Auf jeden Fall in eine andere Dimension, aber was dort ist oder was für Kreaturen dort leben, ist unbekannt. Okay, gut, dann lass uns das direkt mal machen, oder? Let's go! Ich habe keinen Schutzanzug. Ja, stimmt, und ich habe keinen zweiten Schutzanzug, Freunde. Weil wenn der Trank einem über die Hand läuft oder so, wissen wir nicht, was passiert. Mir ist ja gerade nur ein bisschen von diesem Dämonentrank hier drüber gelaufen. Und ich habe mich einfach schon in einen Dämon verwandelt. Okay, gut, Vogelmann, dann mache ich das halt alleine. Ja, ich wünsche dir viel Glück, Doktor. Pass auf dich auf. Okay, bis gleich. Check. Okay, und wir gehen jetzt direkt mal rüber dorthin, wo wir das Portal aufmachen. Und ich glaube, hier ist eine gute Stelle dafür. Dann stellen wir diesen Trank jetzt direkt mal hier hin und füllen diese Kügelchen hier direkt mal rein. Okay, let's go. Okay, und rein mit den Kugeln. Aber wow, was passiert da? Ist ja mega krass, aber gut, hier ist die Maske. Lass uns die direkt mal reinwerfen. In 3, 2, 1, let's go. Und wow, die Maske ist wirklich darin verschwunden, Freunde. Das gibt's doch nicht. Wie ist es möglich? Und wo führt dieses Portal überhaupt hin? Wow, lass uns mal versuchen, einen Arm reinzustecken. Okay, seid ihr bereit, Freunde? Let's go.
Wow, ja, da ist jetzt wirklich ein Arm von mir drin. Und das irgendwie auch mega kalt. Ziehen wir ihn direkt mal wieder raus. Wow. Freunde, wenn ihr wollt, dass ich, Vogelmann und Kermit auch mal in dieses Portal hier reingehen, dann gebt jetzt mal einen fetten Daumen nach oben. Bei 5000 Daumen gehen wir in dieses Portal. Und ich bin so gespannt, was da für eine Welt hinter ist. Schreibt jetzt mal in die Kommentare, wenn ihr glaubt zu wissen, wo das Portal hinführt. Aber ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann.